Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, meine Freunde, sind wir auf dem Weg Richtung Kassel und besuchen den altbekannten Komani Kev oder Kevkun oder Kevin. Der damals mit uns in Japan war und mit Mr. Ananas bin ich jetzt auf dem Weg. Wir sind jetzt schon losgefahren, sind schon seit 2 Stunden unterwegs, direkt nach der Arbeit losgedüst. Er kam von Nürnberg direkt hierher und jetzt fahren wir Richtung Kassel. Das hier ist auf jeden Fall der Vlog dazu und ich habe mir gedacht, ich halte mal so ein bisschen ein paar Momente fest, was wir denn da so machen außerhalb der Messe und was wir ja, so treiben. Und deswegen, jetzt beginnen wir und da vorne ist auch schon Mr. Ananas. Er hat mich gerade nachgemacht. Dann fahren wir jetzt mal zum Kevin. Let's go. Ihr seht schon, es ist leicht dunkel geworden. Du hast kein Tourette, wir sind nicht Gewitter im Kopf. Und jetzt sind wir beim Kevin angekommen. Und jetzt gucken wir mal, wo der wohnt. Und dann sehen wir uns vielleicht in seiner Wohnung wieder, wenn er uns da filmen lässt. Leute, wir sind jetzt beim Komani Kev. Was geht ab? Ich heiße doch schon lange Kevkun. Kevkun, Kevin, keine Ahnung. Ich habe auch vorhin gesagt, wir sind beim Komani Kev, Kevkun, Kevin Hoffmann, wie ihr ihn kennt, aus Film und Fernsehen. Und ja, genau, wir sind jetzt da. Wunderschöne Wohnung, zeige ich euch jetzt nicht. Aber ist auf jeden Fall richtig geil hier. Und jetzt machen wir uns einen richtig geilen, wir sind hier 4 Leute, machen uns einen richtig geilen Abend mit der Wii Switch. Wer hätte sie nicht, die Wii Switch. Da wird jetzt richtig geil Smash Brothers gezockt und Pokémon Monopoly, Leute, was geht ab? Wir sehen uns dann morgen und dann gehen wir Richtung Konnichi. Bis dann! Richtig krass. Ja, aber morgen nach der Konnichi muss ich nochmal Haare wieder von grün auf Normalfarben kriegen. Ach, das lassen wir so. Wir gehen jetzt doch schnell zum Chinesen und holen was zu essen. So, wir haben jetzt was vom Chinesen geholt. Mach irgendwie die ganze Zeit den Soundeffekt. Der kann sogar reinfilmen. Boah, krass. Ist das nicht sogar. Hat es noch jemand? Hat sich noch jemand so eine Frühlingsrolle gegönnt? Ja, Mann. Jetzt gibt es mal was zu essen. So ist es, Leute. Wenn Männer aufeinandertreffen, dann wird erstmal schön im Bad sich fertig gemacht. So muss ich aussehen. Ah, ja, okay. Meine Haare sind nur zu lang. Das kann man gerne ändern. Scheiße. Meine Haare sind immer unfliegend, da kann ich nichts für. Oh! Oh, jetzt geht's zu Konnichi! Let's go! Okay. Leute, wir sind jetzt hier auf der Konnichi und es hat alles super geklappt. Auch mit den Pressetickets fand ich übelst geil. Und jetzt sind wir schon da und das erste Geld ist schon weg. Das geht drauf für Pokémon-Karten. Und was ein hast du gezogen? Ein Tangela! Ein kenne ich noch nicht mal, weil ich nicht mehr. Da war ein Chopper in Blau. Aber alle 3 waren echt eine Enttäuschung. Das war kein gut angelegtes Game. Nein, das heißt, ich muss noch mehr Geld ausgeben. Die nehmen EC-Karte. Aber Leute, wir sind gerade im Food-Bereich. Ich esse alles auf der Konnichi machen. Es ist schon gut teuer hier, aber es sieht sehr lecker aus. Es gibt sehr viel Auswahl. Okonomiyaki, Onigiri, Gyoza, Takoyaki, alles da. Alles im Stil. Und doch, vor der Mülltonne. Kevin, stell dich in die Tonne rein. Und ey, mal gucken, was wir uns jetzt holen. 5 Euro zahlst du auch in Japan. Ja, das ist okay. Die da hinten waren halt teuer. Und die Gyoza sind auch okay. Sollte mein Schwert dann dämpfen. Alle tot. So, jetzt gibt's erstmal Gyoza. Für 4 Euro ganz okay. Probier mal geschmacklich. 4 Stück, ja, bin ich mal gespannt. Warte, ich halte fest. Ja, danke. Ich habe ja noch meine Bestellung. Oh, Karaake. Und wie? Die sind eigentlich gut, finde ich. Ja? Waren gut? Passt. Okay, einmal Gyoza. Auch schön Knoblauch riecht. Riecht man. Es geht. Es geht. Es ist okay. Es ist okay, Leute. Sind Frühlingszwiebeln und so drin. So, nach langem Warten. Also gutes Warten ging jetzt eigentlich. Essen wir jetzt mal die Takoyaki für 5 Euro. 6 Stück war es, ne? Wie viele Stück sind es? 6. Ja, schon. Ah. Es stand auch nur ganz groß auf dem Schild drauf. Vorsicht, heiß. Mhm.
dir schlimmer vorgestellt. Ja, ich hab's mir auch schlimmer vorgestellt. Aber nicht so gut wie in Japan? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, man, also ich bin der Meinung, wenn du die richtigen Zutaten hast. Viel besser. Aber war auch wenn du die richtigen Zutaten hast, dann kriegst du sowas auch gut hin. Japan. Es ist okay. Es kommt den nahe. Der Teig ist ein bisschen geschmackslos, okay. Finde ich so. Ja, da fehlt so ein bisschen Gewürz nicht so, noch. Nicht richtig durch. Und der, Tintenfisch oder Schrimp davon? Tintenfrisch. Frisch. Tintenfrisch. Mit Schrimp machen die es ja nicht. Das war nur ausnahmsweise. Kann man auf jeden Fall machen, Leute. Und hier gibt's aus der Heimat aus München lecker Onigiri. Ja! Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen Anstellsimulator spielen. Besser Onigiri, Leute, aus Simulator. München hier. Mm, lecker. Besser als der Rabi-Simulator. Schmeckt nach Essen. Was hast du drin? Nur Huhn oder ist auch? Oh, und auch noch da. Oh. Gespannt. Also hab ich, die habe ich schon mal auf der Kaizuko probiert, die Onigiri, top, wirklich. Also falls ihr in München wohnt, wenn ihr in München... Mit Essen, ja. Soll ich schnell halten? Also, in München auf jeden Fall gibt es die, da könnt ihr auch bestellen. Ich glaube, ab 12 Stück oder sowas könnt ihr euch das liefern lassen. Und das ist richtig cool, falls ihr in München irgendwann ein Meeting habt oder mehrere Freunde da, dann bestellt euch bei Monigiri. Ist nicht bezahlt, einfach nur, ich feiere es halt so hart, dass es das da gibt. Könnt ihr das mal dort bestellen, Leute. So, nach der ersten Futtermeile sind wir jetzt mal in den Außenbereich, also in den Garten gegangen. Und es sind unendlich viele Menschen hier, wirklich. Es sind so viele Leute hier. Es ist so hart. So Leute, also jetzt sind wir schon wieder ein paar Stunden vergangen hier. Wir sind jetzt im Blauen Saal. Hier vorne wird gleich ein Orchester spielen. Und wir haben jetzt gerade schon gedreht. Und zwar, ich hoffe, das kann man irgendwie zusammenschneiden, das Anime-Opening erraten. Hey Leute, jetzt geht's zum Ramenessen. Der gute Kevin und die Daria laden uns ein. Und ja, auf jeden Fall geht's jetzt, haben wir gerade Monopoly gespielt. Das Pokémon Monopoly. Du gute Bank. Und ich habe gewonnen. Mit Sudden Death. Weil wir jetzt los müssen. Wir haben einfach nur gewürfelt, wer gewinnt. Und jetzt gibt's was zu essen. Na? Jo, Salz, Vorspeise. Und wir sind woanders, denn der Ramen war beim anderen ausverkauft, obwohl wir extra bestellt hatten und reserviert. Ja, gab es leider trotzdem keine Ramen. Deswegen sind wir jetzt ausgewichen und jetzt gibt es trotzdem lecker Sushi. Hallo. Seid ihr auch? Danke. Oh, ja. Was ist denn bei dir? Alter, guck dir mal, wie viel Lachs da drin ist. Das sieht so geil aus, man. Das ist einfach ein riesen Stück Lachs. Lecker. Boah, das war so lecker, das Essen. Danke für die Einladung. Geburtstag, happy birthday nachträglich. Und oh, jetzt sind wir vollgefressen. Jetzt machen wir uns dann langsam auf den Heimweg. Und lass mir die Kamera. Ich wollte nur zeigen, was du gegessen hast. Also, das reicht nicht alles selber, wirklich nicht. Ja, da ist alles leer. Alles voll. Ja, und jetzt heißt es dann nachher noch zurückfahren. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Meine Uhr ist leer. Halb acht genommen? Viertel nach sieben, ja. Gucken wir mal, wie lange wir zurückkaufen und wann wir zurückdüsen. Ich melde mich dann nochmal. Ja, okay, cool. Matschi, matschi. Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut. Mich auch. Mach mal, Kohle. Oh Mann, bis bald, mein Lieber. Bis bald. Kommt einfach, Baumi, bei dir. Lass dich drücken. Oh Mann, schön, dass ihr da wart. Ja, das war wunderschön, ja Mann. Kommt einfach bald Baumi besuchen, dann komme ich da vorbei. Komm vorbei. Wer auch dafür ist, dass die vorbeikommen sollen, gibt einen Daumen hoch. Ach, halt ich fest. Ab 10 Daumen hoch kommen die vorbei. Das machen wir unter uns auch. Ab 5 Daumen hoch. Auf jeden Fall mal ein wunderschönes Wochenende in Kassel. Wir fahren jetzt wieder zurück. Ja, tschüss. Danke fürs tolle Wochenende. Ciao.